Ja, das Jahr 2024 ist einmal gerade um die Hälfte rum und wir konnten heuer schon fünf All-Time-Highs im Goldpreis verzeichnen und nicht nur im US-Dollar oder im Euro, sondern auch in vielen anderen Währungssystemen. Herzlich willkommen zu einem Goldpreis-Video der Goldvorsorge zusammen mit Bachemer.com. Wir werden heute einen Blick auf die aktuellen Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen, werfen, welche Ängste die Märkte bewegen und welche Zinserwartungen für 2024 bestehen. Besonders gehen wir auf die Gründe ein, warum der Goldpreis kurzfristig fallen könnte, aber auch auf die Gründe, warum er langfristig massiv ansteigen wird. Aber werfen wir mal einen Blick auf die All-Time-High-Jahre. Seit 1971 hat es nur eine Handvoll oder zwei Hände voll neue All-Time-High-Jahre gegeben und die waren vorwiegend in den 70er Jahren. Klar, nachdem man 1971 das Geldsystem überworfen hat, ist es klar, dass man dann die Jahre darauf natürlich im Gold immer neue All-Time-Highs hatte, bis das Ganze kumulierte im Jahr 1980. Aber schauen wir jetzt hier uns diesen Chart an. Das ist der Jeder Balken entspricht einem Jahr und ich habe hier das Fadenkreuz auf 1980 gestellt. Sie sehen, es dauerte 28 Jahre, bis wir ein neues All-Time-High generieren konnten und das war, oh Wunder, im Jahr der Finanzkrise 2008. Und danach ging es dann einige Jahre, jedes Jahr mit einem All-Time-High bis 2011 weiter. Und dann hat es wieder 9 Jahre gedauert bis zum Jahr 2020, dem Covid-Jahr, wo ein neues All-Time-High ausgebildet wurde, und dann natürlich 2023 und 2024, das heurige Jahr mit sehr vielen. Warum schenke ich eingangs eines solchen Videos diesen All-Time-Highs solche Augenmerk? Ein Allzeithoch beim Goldpreis bedeutet nämlich, dass der Wert im Gold im Vergleich zur zugrunde liegenden Währung, woran gemessen wird, seinen höchsten jemals erreichten Stand erreicht hat. Und das ist natürlich für die Währungshüter jeweils ein sehr schlechtes Zeichen. Das heißt, dass der Währungshüter versagt hat, aber auch, dass die Regierungen zum Teil versagt haben. All-Time-Highs in Gold bedeuten immer All-Time-Tiefs in der zugrunde liegenden Währung. Das passiert Gott sei Dank nicht so oft. Wie gesagt, seit 1980 haben wir nur 7 Jahre mit All-Time-Highs zu verzeichnen. Heuer gleich mehrere, wenngleich die mehreren All-Time-Highs im heurigen Jahr sich immer nur ganz kurz überlappt haben. Aber es ist schon bemerkenswert, was hier vor sich geht und es zeigt eigentlich auch, dass wir in einem echten langfristigen Goldbullenmarkt sind und wahrscheinlich, dass die neuen Tiefststände für die Währungen nicht so schnell beendet sein werden. Noch einmal ganz wichtig, es ist von enormer Importanz, dass nämlich nicht nur ein Währungssystem, der US-Dollar oder zwei US-Dollar, Euro, sondern relativ alle großen Währungssysteme All-Time-Lows gemessen am Gold verzeichnen mussten. Aber kommen wir nun zu den hauptsächlichen Gründen, warum ein bullisches Sentiment in den Edelmetallmärkten ist. Zunächst sind es einmal die geopolitischen Spannungen, die wir zu verzeichnen hatten in den letzten Jahren. Also die letzten 4 Jahre waren ja alles andere als ruhig, das ist ja logisch. Dann gibt es natürlich noch Inflationsängste, besonders geschürt durch die Geldmengenerweiterung in den Covid-Jahren, wo die Inflationsraten dann angezogen haben, weil zufällig auch zeitgleich mit dem Loslassen des Geldes wieder auf die Menschheit ein Schiff quergestanden ist, was die Waren wieder verteuert hat und dann die Inflation natürlich angetrieben wurde. Das generell wieder fußt auf der Zentralbankpolitik. Die Menschen wissen, die Zentralbanken können eigentlich nicht mehr anders als Geldmenge erhöhen und nur kurzfristig die Zinsen ansteigen lassen. Die Zinserwartung ist jetzt natürlich wieder südwärts gerichtet, weil man weiß, die Staaten können ihre Schulden wiederum nicht finanzieren. Und deshalb sagt man ja auch, wenn die Zinserwartung, also wenn eine Zinssenkungsphase kommen sollte, dann werden die Edelmetallpreise steigen. Ich finde das nach 6 Jahrzehnten witziger Geldpolitik ein überflüssiges
Kaufmotiv, zumal man ja, ja das eh schon seit Jahrzehnten gesehen hat und es gibt ja ganz andere Gründe, weil in Wirklichkeit hat man ja negative Realzinsen sowieso und ob die Zinsen jetzt dann einmal 0,25 hochgehen oder nicht, wird glaube ich keinen zu einer Kaufaktion im Edelmetall treiben. Das ist nur für die Mainstream und damit die Politik relativ gut ausschaut. Finanzielle Instabilitäten sorgen immer dafür natürlich, dass der Goldpreis steigt. Und als Ausgleich, aber immer nachgelagert, Menschen, die meine Videos kennen, wissen das, der Goldpreis zieht nicht zeitgleich mit den offiziellen Inflationsraten an, sondern deckt den Kaufkraftverlust erst nachher ab. Und das heißt, es ist auch noch wesentlich mehr zu erwarten. Und vor allem sollten die Zentralbanken wirklich die Zinsen senken wollen. Es gibt ja Wirtschaftsdaten, Pressestimmen, Politiker, die allesamt meinen, wir würden demnächst in eine inflationäre Phase kommen und das weltweit. Und diese Stimmen könnten wahrscheinlich auch recht behalten, vor allem wenn man sich den Chart anschaut, der Gold-to-Oil-Ratio. Je mehr Öl ich für Gold kaufen kann, desto eher komme ich in eine Rezession, weil das Zurückziehen und das Wertaufbewahren von den Menschen bevorzugt wird gegenüber dem Angriff, gegenüber dem, was man wirklich braucht für Wirtschaftswachstum, was halt das Öl ist. Aber schauen wir uns einmal an, wie Gold sich in einer Rezession verhält. Und wir machen das am Beispiel des Jahres 2008. Sie sehen hier an diesen Charts die Rezessionen, die grau eingezeichnet sind, der letzten 40 Jahre und vor allem die größere, gröbere war die Zeit der Finanzkrise im Jahr 2008 und das ist schon recht interessant, wenn man sich den Chart genauer anschaut, man sieht hier, Gold ist in ganz gefährlichen Zeiten, wie es das Jahr 2008 eben war, weil das ganze Papiergeld ja wirklich on display stand oder das Papiergeldsystem eigentlich per se ja kein Vertrauen mehr genossen hat und Menschen mussten ihre Collaterals steigern, das heißt, sie mussten ihre Bankeinlagen erhöhen, um diverse Kredite fertig fahren zu können und überall war auf einmal ein Bedarf an wahren Werten da und da sieht man dann eindeutig, was mit dem Goldpreis passiert ist, weil das Gold ist in solchen Phasen eben das einzige Material, was akzeptiert wird und deshalb haben viele Menschen Gold verkaufen müssen, um eben andere Dinge abzudecken oder Schulden zu decken. Und so ist der Goldpreis von 1400 auf 1050 zurückgegangen, das sind über 30% und das ist schon einmal eine echte Menge generell, aber wenn man sich das Ganze anschaut, ist es bedeutungslos, weil wir sehen ja hier im Langfristchart, dass diese kleine Ecke hier jetzt, wo Sie meinen Cursor sehen, das ist das, was man vorher gesehen hat. Gehen wir einmal zurück. Diese Strecke hier ist das. Aber man hat dann gesehen, ja, eigentlich kann man nur dem Golde vertrauen. Und zuerst haben natürlich jene verkauft in der Rezession, die verkaufen mussten, um irgendwelche Schulden zu bedienen. Aber dann haben eben jene gekauft, die kaufen wollten und man hat gesehen, das ist dann sehr weit gegangen. Es ist de facto dann noch um 60-70% gestiegen. Soweit zu Gold in Rezession. Ein interessantes Merkmal ist, die Volatilität wird massiv ansteigen in einer rezessionären Phase, weil eben das Gerangel zwischen den Verkäufern, die müssen, und Käufern, die wollen, hin und her gehen. Und es geht nicht immer eindeutig. Aber es geht in klaren Tendenzen, zuerst einmal so, dann einmal so. Und dadurch merken Sie sich Rezession und Gold, Volatilität, aber es wird Sie am Schluss sehr belohnen. Die Rezessionsängste sind eben sehr groß und um Rezession zu bekämpfen, kommen unsere heldenhaften Zentralbanken natürlich immer zum Vorschein und versuchen die Zinsen zu senken, auch um die Staatsschulden und den Zinsdienst etwas zu reduzieren bzw. das Ganze leichter zu machen. Und
Ich habe jetzt hier einen Chart eingeblendet, Gold in Zinssenkungsphasen. Das ist eine hervorragende Arbeit von Ronny Stöffele und seinem In Gold with Russ Team. Das muss man wirklich einmal auch feststellen. Und die haben sich die Arbeit gemacht, die letzten Zinssenkungsphasen in diesem Jahrtausend eben genauer zu betrachten. Die grünen Phasen sind immer die Phasen, wo Zinsen gesenkt wurden. Das heißt, der grüne Balken oder das grüne Quadrat beginnt dann, wenn die letzte Zinssteigerung war und endet, wenn die erste Zinssteigerung wieder kommt. Und dieser Zeitraum ist dann eben in diesem grünen Farbe abgebildet. Und man sieht hier von 2000 bis 2004 konnte der Goldpreis 43% zulegen. Von 2006/07 bis 2016 konnte er 76% zulegen, aber dazwischen war es auch noch einmal wesentlich mehr. Und 54% war es in der letzten Zinssatzsenkungsphase. Nachdem wir genau vor einem Jahr die letzte Zinserhöhung der Federal Reserve hatten, und da war der Goldpreis bei 1971, berechnen wir jetzt nur mal voraus, wo sich die Goldpreise hinbewegen würden, würden sie sich gleich verhalten, das ist keine Prognose, sondern nur eine statistische Annahme, würden sie sich gleich verhalten wie in den letzten Zinssatzsenkungsphasen, und zwar die erste mit plus 43% wären wir auf 2818, bei der plus 76% wären wir auf 3469 US-Dollar und bei plus 54%, wie gesagt, jeweils von 1971 US-Dollar ausgerechnet, was wir eben am 26. Juli vor einem Jahr hatten. Bei 54% würden wir noch immer einen Preis von 3.035 US-Dollar erreichen. Da liegen wir momentan mit 2.390 Dollar, schon ganz gut, aber es ist noch viel Luft nach oben und eben auch für Neueinsteiger, und da sollte man gleich einmal voraussagen, Neueinsteiger sollten jetzt tiefere Kurse dazu benutzen, baldigst einzusteigen, weil irgendwann einmal wird der Zug abfahren. Aber kommen wir noch einmal zurück zur Gesamtmarktlage, und dazu bedienen wir uns des Jahrescharts, das heißt ein Jahr zurückblickend, und jeder Tag ist ein Balken, und für den echten Goldbug beginnt das natürlich an der ersten Oktoberwoche, eigentlich das neue Jahr, das neue Leben des Goldes. Man sieht hier eine Woche bevor die Hamas hier wirklich mit Bulldozern und Paragleitern das schärfst bewachte Land der Welt überfallen konnte, sind die Kurse des Goldes wie auch anderer Rohstoffe massiv eingegangen. Das heißt, die Big Money hat etwas gewusst, dass da etwas passieren würde, und man hat die Preise gedrückt, damit es der zu erwartende Anstieg hier nicht zu hoch oder in neue Rekordniveaus gehen würde. Das war schon einmal eine interessante Situation, und viele wissen, dass ich am Abend, am Freitag davor noch gesagt habe, das ist die absurdeste Preisbildungswoche, die ich jemals beobachtet habe. Aber schon 12 Stunden später hatten wir eine gute Erklärung, warum das alles so geschehen ist. Also das war eine richtige Antriebswelle, und das ist quasi der Nullpunkt für die jetzige Bewegung hier. Natürlich kam es dann auch zum Ausrasten eine gewisse Zeit lang, so bis Ende Jänner, und dann kamen die großen Gerüchte, man sieht es hier, diese Anstiege, das waren die ganzen Zentralbankenkäufe, die plötzlich dann auch der breiten Bevölkerung bekannt wurde, auch die chinesischen Käufe, auch dass China wieder mal sein Volk aufgefordert hätte, Gold zu kaufen. Das ist alles in dieser richtigen Turbo-Antriebswelle geschehen, und da sieht man hier ja schon, ein All-Time-High war im März, eines noch einmal im März, dann nur wenige Phase Ausruhens und dann das All-Time-High am 12. April und eines im Mai und dann schon das im Juli, das war der Tag nach dem Trump-Attentat. Also man sieht hier, hier gibt es richtigen Drang nach oben, und das ist ein Chart, wie er in seiner Stärke noch selten im Rohstoff, vor allem im Goldbereich, so zu sehen ist. Und jetzt hier haben wir eigentlich seit Mai, haben wir nur mehr kurz überlappt, aber hier haben wir jetzt eine Seitwärtsbewegung eingeschlagen, und die ist aber erstaunlicherweise mit geringer Amplitudenhöhe
das ist diese Strecke hier. Normalerweise nach so einem Anstieg geht es weiter runter, aber hier wird offensichtlich über die Zeit die Energie, die hier zu viel angestaut ist, über die Zeit abgebaut. Das ist immer ein gutes Zeichen und ein Zeichen dafür, dass die Märkte weitergehen. Eh klar, die Verschuldungslage hat sich ja nicht verändert, die Währungsprobleme haben sich nicht verändert, die Gemengenlage geopolitisch ist auch keine bessere geworden. Warum sollte eigentlich nicht super bullish sein? Natürlich gibt es bärische Gründe für das Gold. Also es könnte ja sein, dass sich die Wirtschaft erholt. Es gibt teilweise Gewinnmitnahmen, das muss man aber auch wirklich so sehen. Immerhin, meine Damen und Herren, wir sind hier bis zur Spitze vom 6. Oktober 32% angestiegen und jetzt haben wir halt eine 5%ige, in der Spitze 6,5-7%ige Korrektur gemacht. Das ist noch gar nichts, da kann noch mehr an Korrektur kommen. Man muss aber eindeutig feststellen, meine Damen und Herren, hier in die Schwäche hineinkaufen, vor allem jene, die noch kein Gold besitzen oder jene, die schon länger kaufen wollen, kaufen Sie jetzt in Schwächen hinein. Wir werden dieses Niveau wahrscheinlich nicht mehr halten können und das zeigt uns hier die Technik und das zeigen uns hier auch die ganzen fundamentalen Umfelder. Also insofern noch einmal, wer zu wenig Gold hat oder kein Gold hat, unbedingt in die Schwäche hineinkaufen. Was jetzt für eine Schwäche, eine weitere Schwäche spricht, ist das Commitment of Traders. Hier sind die sogenannten Commercials auf einem Rekord-Short-Niveau. Ein Commercial ist einer, der wahre Interessen hat. Das sind die Leute aus der Industrie, Goldmineure oder andere, die halt wirklich mit dem zu tun haben. Und die haben sich die Preise, die jetzt hier vorherrschen, einmal abgesichert. Deshalb gibt es die höchsten Short-Kontraktanzahlen. Short ist immer auf fallende Märkte, für die, die das noch nicht wissen. Das heißt jetzt, das ist natürlich ein bärisches Signal kurzfristig und wir gehen davon aus, dass die Korrektur noch andauert und vielleicht in der Amplitude noch ein bisschen höher wird und vielleicht sogar hier bis zur Aufwärtstrendlinie ausgehend vom 6. Oktober über den 15. Februar hier gehen wird. Viel weiter geht es meiner Meinung nach nicht, weil die fundamentale Lage einfach dagegen spricht. Dennoch, Korrekturbedarf ist gegeben, wir waren zu stark. Und zweitens, Commitment of Traders spricht dafür, dass wir rückgehende Märkte haben in den nächsten Tagen und vielleicht sogar Wochen. Aber das Gesamtbild, die Gesamtgemengenlage hat sich natürlich nicht verändert. Deshalb sind wir weiterhin bullish auf Gold. Wir haben das schon vorher mit der Zinssatzsenkungsperiode gesagt. Also unter 3000 werden wir uns nicht in die Bärenfalle begeben. Werfen wir noch einen Blick auf den Euro-US-Dollar. Sie sehen es hier im Chart. Da scheint nicht viel vor sich zu gehen. Wir haben da ein Bild, das wir im letzten Jahr von 1,13 und im Tiefststand von 1,4, 1,5 sehen. Wir gehen aber davon aus, dass die Amerikaner sich wie immer wirtschaftlich besser erholen werden als die Europäer und das rascher. Insofern gehen wir davon aus, dass der Euro gegenüber dem Dollar schwächeln wird und wahrscheinlich die Parität angehen wird. Aber was bedeutet das für den europäischen Goldhalter? Nämlich eines, wann immer der Euro schwächelt, steigen die Goldpreise mehr als im US-Dollar oder wenn sie im US-Dollar fallen, dann fallen sie weniger. Das heißt, schwächelt der Euro, ist das Gold aus unserer Sicht gesehen besser und so werden gewisse Kursunterschiede ausnivelliert. Und insofern, da wir in keinster Weise in irgendeiner Form Euro-Stärke verorten, ist es für Euro-kaufende Goldanleger sicher von Vorteil, den Euro ins Gold zu tauschen. Nur so viel noch zu dem Euro im Goldverhalten. Aber wir können uns auch am Chart anschauen. Es ist immer etwas harmloser. Es schwingt bei weitem nicht so hoch. Das Chartbild ist aber ein ähnliches, wenngleich hier am Schluss der Euro kein neues Hoch mehr ausgebildet hat. Wir stehen noch als All-Time-High im Euro
ist bei 2,285 und das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht so rasch brechen. Ein Ausblick, wenn wir schon dabei sind beim Brechen, die Saisonalitäten, die habe ich jetzt dann hier eingeblendet. Die Freunde von Sisonax machen das über die letzten 30 Jahre, wie statistisch der Wert eines Monats ist, beziehungsweise wie der Anstieg oder Rückgang im August ist. Wenn man alle Anstiege im August über 30 Jahre nimmt, dann durch 30 dividiert, dann hat man eben das, was man hier auf diesem Chart sieht. Und da sehen wir, dass ja Juli, August eigentlich eine der stärksten Saisonalitäten im Gold sind und hier am meisten losgeht. Aber im Herbst dann eine große Erholungsphase mit quasi kaum Schwankungen im Edelmetallbereich vorzufinden ist. Das ist heuer allerdings natürlich anders zu sehen, weil wir im Herbst ja natürlich ein Wahljahr haben. Und hier möchte ich noch einblenden den Goldverlauf von Wahljahren. Und das ist jetzt auch nicht das Schlimmste oder Schlechteste, was man hier so sieht. Man sieht, der Goldpreis ist durchaus aufgeweckt in US-Präsidentschaftswahljahren und eher zurückhaltender dann im Jahr 1 nach einer Wahl. Naja, fassen wir die Gemengenlage jetzt zusammen. Wir haben natürlich die Staaten, die weiterhin Geld drucken, die weiterhin ihre Staatsschulden erhöhen. Wir haben dadurch Währungsrisiken. Wir hatten schon in US-Dollar, im Euro, im britischen Pfund, im japanischen Yen und im chinesischen Yuan im heurigen Jahr alleine überall ein All-Time-High. Und das wird sich auch nicht wahnsinnig ändern. Die geopolitische Lage entspannt sich im Moment nicht. Und auch innenpolitisch in den einzelnen Nationen steigen die Unsicherheiten, da die Gesellschaft an den linken und an den rechten Rand rückt und hier so eine Art Entzweiung geschieht. Das alles ist nicht gut fürs Vertrauen in die Staaten, nicht gut für das Vertrauen in die Wirtschaften und auch nicht gut für das Vertrauen in die Währungen, weshalb hier ein absolut bullisches Segment vor uns liegt noch. Und ich traue mich fast zu sagen, das, was in den letzten Monaten im Goldpreis passiert ist, das war noch gar nichts, da kommt noch viel mehr. Natürlich gibt es auch bärische Gründe, der Markt hat überreizt, wie Sie es im Chart gesehen haben, und auch die Commercials, also diejenigen, die wirklich mit Gold handeln, die Gold produzieren, die sichern sich ihre derzeitigen Preise ab. Diese Kontrakte der Preisabsicherungen der Commercials sind auf einem Rekordniveau. Was für eine Erholung spricht jetzt der Preise, beziehungsweise für einen Rückgang der Preise, eine Erholung im Spannungsfeld des Goldpreises, aber die Preise werden eventuell zurückgehen oder es wird die ganze Spannung über die Zeitachse abgebaut. Die Zeitachse heißt natürlich nichts anderes, als wir bleiben auf diesem Niveau, wie Sie es vorher im Chart gesehen haben, und je mehr Zeit vergeht, desto mehr Energie und Überdruck wird dann abgebaut. Dem wiederum widerspricht das Wahljahr, und das würde aufregend sein, dadurch, dass wir schon einen rapiden Wechsel hatten bei den Demokraten, zuvor noch den Anschlag auf Trump. Das sorgt dafür, für eine Vorausschau, wo man weiß, der Herbst wird heuer hotter denn July, wie es so schön heißt. Es wird wirklich brisant und es wird wirklich spannend. Und Rezessionsgefahr ist auch noch da. Ich habe es Ihnen kurz erklärt, während der Rezession hohe Volatilität, aber Gold wird natürlich steigen, weil seine Wertschätzung während der Rezession ansteigt. Ich hoffe, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen ein bisschen einen Ausblick gegeben können. Sollten Sie tiefere Interesse an Edelmetallen und der Geschehnissen an den Währungsmärkten haben, so bitte abonnieren Sie den Kanal der Goldvorsorge an bachheimer.com und bleiben Sie uns gewogen. Euer Thomas Bachheimer.